dass es ordentlich warm wird. Das heißt, ruhig mal ein, zwei Stunden zur Seite gehen, wenn es zu warm wird. Das ist nicht so gut. Thank you.
Ja, jetzt ist im Endeffekt die Einsatzstelle schon gelöscht, beziehungsweise das Feuer ist gelöscht. Und jetzt kommen die ganzen Nachlöscharbeiten. Das heißt, unter Umständen muss das Ganze ein bisschen auseinandergezogen werden, die Knutnester dann entsprechend abgesucht werden. Gleich kommt auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Da kann man natürlich nach Knutnestern noch suchen. Wie Sie natürlich merken, ist die Raubentwicklung bei sowas, bei solchen Ereignissen ganz enorm. Das heißt, auch da ist natürlich entscheidend, dass dann Atemschutzgeräte genutzt werden, dass man nicht zu lange eben solche Gewalt ausgesetzt. Das heißt natürlich Lagerfeuerqualität. Wenn das Ganze dann noch mit Schadstoffen belastet ist, das heißt, irgendwelche Möbel, die zusammengeklebt sind bei gewissen Herstellern, dann kommt es natürlich zu ganz anderen Schadstoffen. Von meiner Seite war es das. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuschauen von den Nachlöscharbeiten und vielen Dank an die Jungs.